Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Schmuck-Adventskalender von Heidemann. Den habe ich noch nie ausgepackt, deswegen bin ich etwas aufgeregt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der war teuer. 169 Euro hat der gekostet. Man kann wählen zwischen Gold, Silber und Roségoldfarbenem Schmuck. Ich habe Silber genommen, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass ich recht wenig silberfarbenen Schmuck habe. Aber es kommen noch super viele andere Schmuck-Adventskalender dieses Jahr, die ich vorstellen werde, wo dann auch andere Farben vertreten sein werden. Aber hier jetzt die Silbervariante. Ich habe den auf der Heidemann Homepage bestellt und habe dann quasi als Goodie on top dieses Case bekommen an dem Tag. Finde ich persönlich super zum Verreisen. Und also wenn man wirklich mal ein bisschen mehr mitnimmt, ne, und wirklich eine längere Reise anstrebt, macht es durchaus Sinn, sich da verschiedene Ohrringe und Ringe und Ketten und hast du nicht gesehen, mitzunehmen. Sowas finde ich ganz süß, muss ich wirklich sagen. Ja, und da kann ich dann theoretisch auch diesen Schmuck wahrscheinlich reinmachen. Ne? Also ich, wie gesagt, habe den auf der Homepage bestellt. Gibt den aber auch bei Douglas. Ich habe eben gesehen, bei Douglas gibt es den aber nicht zu dem Preis von 169 Euro. Da muss man vielleicht mal ein bisschen drauf linsen, falls es den mal reduziert geben sollte oder zum regulären Preis, dass man den dort bestellt. Weil da hast du halt immer noch die Möglichkeit, gegebenenfalls nochmal irgendwelche Prozente mitzunehmen oder über iKral das Ganze zu bestellen und da dann halt nochmal so ein bisschen Rabatt zu bekommen, ne? Beziehungsweise Cashback, keine bezahlte Kooperation. Das habe ich alles selber bezahlt und auch bei iKral bin ich selber angemeldet. Jo. Hier habe ich einmal den Inhalt vom Adventskalender aufgeklappt und dann würde ich sagen, jetzt schauen wir mal, was in den Boxen drin ist. Jo, Merry Christmas steht drin und hier habe ich die Nummer 1. Ist natürlich alles super leicht, ne? Weil da ist Schmuck jetzt drin. Ich habe euch auch hier mal eingeblendet, was für eine Qualität das ist vom Schmuck. Ah, schön, wir haben Ohrringe hier drin und das sind immer wohl so Säckchen, Säckchen. Wie heißen die? Organza-Säckchen, genau. Das sind Ohrstecker einfach. Das finde ich wirklich hübsch. Die haben so eine Perlmutt-Geschichte. Ganz schlicht, ganz easy peasy. Sowas mag ich gerne leiden. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich euch die Preise aus dem Internet rausgesucht bekomme, ne? Weil das ist, glaube ich, super schwer. Ich weiß nicht, ob die Produkte auch im regulären Sortiment drin haben. Ich versuche es immer, aber ob ich das schaffe, sehen wir dann. Dann nehmen wir mal als nächstes die Nummer 2 in Augenschein. Da haben wir jetzt etwas Größeres in dem Organza-Säckchen drin. Oh, die mag ich auch gerne leiden. Das ist eine Kette und die ist auch schön lang. Guck mal, wie lang die ist. Ich habe die jetzt mal davon befreit. Also die kannst du natürlich auch layern und so weiter, ne? Aber die finde ich jetzt in Silber auch ehrlich gesagt echt schön. Die hat so zwischendrin auch so Elemente, die so Glitzersteinchen sind. Seht ihr das? Das ist echt schick. Das mag ich wirklich. Cool. Nee, das sind gar keine Glitzersteinchen. Das wirkt nur so. Oder ist das Glitzersteinchen? Nee, das ist einfach nur... Nö, das ist einfach nur das normale Material. Aber das wirkt, als wären das Glitzersteinchen. Coole Sache. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Bislang gefällt mir der Schmuck einfach auch so von der Art und Weise sehr, weil der sehr filigran ist und ich das einfach auch gerne leiden mag. Okay, hier habe ich jetzt einen Anhänger dran. Sowas finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig in Adventskalendern. Passt aber tatsächlich zu den Ohrringen, die wir jetzt in der 1 auch drin hatten. Und den könnte man doch ganz bestimmt auch an die Kette machen, die wir jetzt in der 2 drin hatten. Oder an eine Kette, die vielleicht noch kommen wird. Je nachdem, ob man den Schmuck dann auch layern möchte oder halt solo tragen möchte. Genau, das geht da auf jeden Fall. Ne? Das finde ich hübsch. Das passt auf jeden Fall, weil diese Öse auch so schön groß ist. Das mag ich. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, hier haben wir auch wieder Ohrstecker drin. Das sind einfach so silberne Kugeln. Ja, sowas trage ich super gerne in meinem zweiten Ohrloch auf meiner rechten Seite, also quasi hier. Cool. Schön. Die Nummer 5, der Tag von Nikolaus. Hier haben wir unser erstes Armkettchen drin, das wird definitiv weiter wandern. Also alles, was Armkettchen, Fußkettchen oder so heißt oder Ehekaff wird bei mir immer weiter wandern, weil ich das halt einfach nicht trage, aber es ist ja nicht schlimm. Auch das würde jetzt designtechnisch super zu dem passen, was wir hier ja schon haben. Ne? Es ist ja so Perlmutt. Und da hinten dieses Silber. Finde ich per se hübsch, aber wie gesagt, ich trage einfach kein Armkettchen-Schmuck. Man konnte auf der Homepage auch sehen, wie viele Armkettchen oder so halt hier drin enthalten sind. Dementsprechend bin ich darauf eingestellt, dass uns das ein oder andere halt begegnen wird, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Nikolaus darf ein bisschen was Besonderes sein. Dann schauen wir mal hinein, ob sich auch hier etwas Besonderes überlegt wurde. Tatsächlich, eine Herzchenkette. Sowas finde ich toll.
Also das mag ich richtig gerne leiden, weil die haben hier so eine Doppelkette, eine doppellagige Kette. Und dann hast du unten als Anhänger, als Charm, so ein Herzchen dran. Und ich finde auch, dass man die Ketten recht weit verstellen kann. Man sieht es hier oben ja auch, ne? Das finde ich auch sehr sympathisch. Denn ich habe jetzt auch nicht den allerschlankesten Hals und so. Und möchte ja auch manchmal, dass meine Ketten etwas mehr zur Geltung kommen. Vielleicht mal etwas tiefer hängen. Manchmal möchte ich, dass die etwas höher hängen. Und ich finde es mit dem Herz ausgesprochen schön. Und dann werfen wir einen Blick in die Nummer 7. Und hier haben wir, wow, das sind krasse Ohrhänger, Ohrstecker, Ohrviecher. Ich hatte mich ja eben über diesen schönen filigranen Schmuck gefreut. Das hier sind solche Ohrstecker, die quasi, also hier vorne sieht man dann die Perle. Und dieses Teil mit diesen 4 Perlen ist quasi hinter dem Ohr und guckt dann unter dem Ohrläppchen drunter her. Das ist nicht ganz so meine Welt, bin ich ehrlich, ne? Also je nachdem, was für ein großes Ohrläppchen du hast, kannst du das dann auch auf 3 verschiedenen Größen verstellen, was eigentlich ganz hübsch ist. Aber nee, also sowas mag ich persönlich jetzt nicht so gerne leiden. Auch bei diesem Adventskalender darf die Nummer 8 machen, dass es kracht, weil Sammy Geburtstag hat und weil sich das darauf reimt. Ist wie es ist, Leute. Hier haben wir auch wieder eine Kette oder sowas drin. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Ketten, die meine Mom damals hatte. Ich weiß gar nicht, ob die in Silber oder in Gold hatte. Da muss ich mal gucken, wie ich das nachher wieder begradigt bekomme. Auf jeden Fall sehen die so aus. Das sind diese ganz platten Ketten. Ich persönlich finde, dass sie mir nicht so gut stehen. Deswegen wird diese Kalette. Diese Kette auch weitergehen. Aber ja, also ich glaube, dass das manche, die mögen tatsächlich und das auch feiern werden. Aber wie gesagt, hier oben ist irgendwie so ein, wisst ihr, dieses hier. Ich krieg sowas manchmal einfach nicht auseinandergewuselt. So, über welches Schmuckstück dürfen wir uns wohl in der Nummer 9 freuen? Hier haben wir Kreolen drin. Das ist schön. Kreolen trage ich wirklich super, super gerne. Und das sind so Klappkreolen, die aber auch sehr, sehr, ja, zeitlos und filigran aussehen. Also das muss man wirklich sagen, hier sind viele Schmuckstücke drin enthalten, die sehr zeitlos sind, ne? Die jetzt nicht irgendwie super modern oder so sind, abgesehen von diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal komischen Ohrringen, die quasi hinter dem Ohrläppchen herlugen, ne? Aber das ist zeitlos, das ist schön. Wird es ebenso zeitlos mit der Nummer 10 weitergehen? Hier haben wir jetzt unseren größenverstellbaren Ring drin enthalten. Ach, der ist sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Der hat so ein V mit drin. Also der ist wie so ein V geformt, ne? Was ich echt hübsch finde. Und auf der Seite sehen wir dann, dass da ein kleiner Schlitz ist. Das heißt, da könnte man den etwas auseinanderziehen, sodass man dort dann etwas mehr Platz hätte, um ihn dann auch mit meinen Fingern zum Beispiel zu tragen. Die Kartons sind übrigens so fest in dem Karton drin, also in dem Umkarton, dass sie nicht so runterknallen. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht so schwer sind. Hier habe ich jetzt die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Hier erwarten uns auch Ohrringe. Und das sind auch so kleine Kreolen, die so eckig sind. Das finde ich auch ganz hübsch tatsächlich. So schauen die aus. Ich meine, dass wir so ähnlich auch letztes Jahr in dem Me Lovely Adventskalender drin haben, wenn ich mich nicht irre. Munter geht's weiter mit der Halbzeit, der Nummer 12. Ist euch genauso wie mir auch schon aufgefallen, dass wir hier auch nicht irgendwie so ein Füllmaterial Rampampam bislang drin hatten? Ich glaube auf Holz. Also, dass man halt wirklich einen Schmuck-Adventskalender bekommt. Finde ich immer sehr positiv. Hier haben wir ein Armkettchen drin, passend zu der Halskette, die wir ja schon drin hatten in diesem platten Design. Und auch dieses Armkettchen, ich habe ja auch wirklich keine filigranen Arme, scheint dann auch wirklich breit genug zu sein für alle möglichen Armformen. Und ich könnte es, na, vielleicht eher weniger als Fußkettchen tragen, aber als Armkettchen auf jeden Fall. Das wäre überhaupt kein Problem. Die Nummer 13 eröffnet unsere zweite Adventskalenderhälfte. Und hier haben wir wieder Ohrstecker drin. Also das mit diesen Ohrsteckern, muss ich sagen, mag ich gerne, weil ich einfach auch gerne Ohrstecker trage. Ich finde es sehr, sehr praktisch, gerade wenn man auch die Maske trägt. Das ist manchmal etwas schwierig, wenn man so offene Kreolen hat, ne? Da habe ich ja auch einige von. Und hier haben wir auch wieder sehr zeitlose Ohrstecker, was so Kreise sind, die so ein bisschen auch Glitzersteinchen drin haben. Also es ist halt auch wirklich sehr, also Schmuck, den Erwachsene, aber auch Junge
tragen können. In güldenem Kleid kommt die Nummer 14 nun hervor und erfüllt uns hoffentlich mit Heiterkeit und Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Nach gerade mal 10 oder 15 Minuten kommt jetzt schon unsere Bestellung vom Asiaten. Okay, aber wir machen noch eben kurz die Nummer, dass wir uns die mal angucken. Wunderschön. Oh mein Gott, ist die schön. Aber ich glaube, meine Ohrläppchen sind dafür leider zu dick. Das ist immer so das Problem bei solchen wirklich kleinen Mini-Kreolen, ne? Wenn ich die halt trage. Weil ich habe wirklich opulente Ohrläppchen, um das mal so zu sagen. Ist wie es ist. Also wenn ich mal irgendwie 85 bin, dann sind meine Ohren wahrscheinlich so groß wie mein kompletter Kopf, ne? Ich habe jetzt keine Ohrprodukte drin, aber meine Ohrläppchen sind schon opulent. Das heißt, ja, schade. Ich finde die wunderschön, aber das wird nicht funktionieren bei mir. Mega voll gefuttert, aber sehr satt und zufrieden. Machen wir jetzt weiter mit der Nummer 15. Das war echt gut. Genau das, was ich gebraucht habe. Ich sag's euch, Leute. Hier habe ich eine, ich glaube, sehr interessante Kette drin. Die passt zu dem Armband und zu den Ohrringen, was wir auch schon hier vorher drin hatten. Okay, ja, das ist so eine Perlenkette oder Perlmuttkette, wie auch immer, die auch einen sehr interessanten Verschluss hat. Hat auch ein bisschen was von Surferkette, muss ich sagen. Ne? Sowas mag ich eigentlich auch ganz gerne. Kann ein bisschen drüber sein, je nachdem, wie die Perlen so sind. Ne? Muss ich mal gucken, ob das was mit uns beiden wird. Mal schauen. Sehr klein kommt die Nummer 16 daher. Oh, hier haben wir auch wieder Ohrringe drin. Also die Ohrringe, die hier mit bei sind, die finde ich optisch wirklich weitestgehend wunderschön. Ne? Die Haar, ja. Da hoffe ich, dass ich das durch meine voluminösen Ohrläppchen durchkriege, weil die finde ich extrem schön. Also da habe ich auch ähnliche schon da, die aber schon Asbach-uralt sind und gerne durch diese hier ersetzt werden dürften. Hoffentlich passen mir die. Hoffentlich. Eine Woche vor Heiligabend haben wir den 17. Dezember. Und dann haben wir hier auch wieder, oh mein Gott, schon wieder Ohrringe drin. Also das wird jetzt, ne, viele Ohrringe, aber finde ich also nicht schlimm, ne, weil ich halt auch vor allem Ohrringe trage, wenn es halt so um Schmuck geht. Die sind jetzt ein bisschen aufregender, passen sehr gut auch zu dieser etwas grobgliedrigeren Kettengeschichte, die wir ja schon hatten. Also Kette und Armband hatten wir ja schon davon, ne. Aber auch das fühlt sich nicht billig an. Ich habe ja auch den Six Adventskalender, ne, Germany's Next Topmodel, mit euch zusammen ausgepackt. Da war die Qualität einfach überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was das hier jetzt hier gerade ist. Ne? Und das mag ich gerne leiden. Finde ich optisch auch sehr schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche am 18. Dezember. Hier haben wir auch wieder so einen Anhänger drin, den man theoretisch an eine der Ketten machen könnte, um sie dann zu kombinieren mit zum Beispiel den Ohrring, die wir jetzt ja auch hatten. Also, ne, es ist jetzt schon der zweite lose Anhänger, aber der passt halt zu den Ohrringen, die wir eben schon drin hatten. Da müssen wir gleich mal gucken, was uns hier dann gleich für eine Kette erwartet, wo man das dran machen könnte. Oder man nimmt halt die aus Kläppchen Nummer 2, ne? Jo. Nummer 19. Hä? Haben die sich wohl vertan? Ob ich in der 19 wohl das gleiche drin habe wie in der 18? Das ist ja super. Hä? Werde ich mal Heidemann anschreiben, weil das ist genau der gleiche Anhänger. Den habe ich jetzt nochmal in der 19. Wahrscheinlich sollte hier dann die Kette drin sein, ne? Ich schreibe die mal an und dann gucken wir mal. Die Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Das scheint mir ein Armband zu sein. Erinnert mich tatsächlich an meine Jugend. Da hatten wir nämlich auch solche Art von Schmuck. Das war aber grundsätzlich nur Modeschmuck natürlich, ne? Mit diesen Steinchen. Also erinnert so ein bisschen an die 2000er, oder? Also meins ist es nicht. Ich fand das damals, also damals habe ich es getragen wie sonst was, aber stufenlos verstellbar hast du es hier natürlich. Das ist auch ganz schön. Aber ich fand das damals halt echt schwierig. Also ja, weil alles an Schmuck daraus bestand. Ich hatte, glaube ich, sogar eine Bauchkette aus diesem Material. Oh Gott, das war ganz weird. Die Nummer 21 habe ich jetzt gefunden. Und hier haben wir wieder Ohrringe drin oder Ohrstecker. Das sind auch so runde und so zwei Kreise, wovon der eine einfach nur glänzend ist und der andere mit so kleinen Glitzersteinchen besetzt ist. Endspurt. Die Nummer 22 habe ich jetzt hier. Das ist die zweite und letzte Schnapszahl. Das ist eine Kette. Und zwar eine recht lange Kette, die super zu den Ohrringen passt, die vorher hier drin waren. So schaut sie aus. Auch hier haben wir wieder diese zwei Kreise
und auch sehr, sehr schön. Wobei ich hier sagen muss, dass ich die Kette an sich nicht so gut finde, weil die verdreht sich immer so und dann hast du die so versteift. Das mag ich bei solchen Arten von Ketten tatsächlich persönlich einfach nicht so gerne. Das Motiv an und für sich dran finde ich aber schön und auch, dass es vor allem zusammen hier mit den Ohrsteckern passt. Ich gucke auch gerade, ob ich noch irgendwas anderes hätte, was dazu passen könnte. Ja, natürlich auch diese hier passen dazu, ne? Da sind ja auch noch so andere Ohrstecker mit dabei. Doch, ist cool. Kann man auf jeden Fall super kombinieren. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Da bin ich gespannt, was uns jetzt hier drin erwartet. In der 24 ist der Safe irgendein Klopper drin, ne? Hier haben wir auch wieder einen größenverstellbaren Ring drin. Und das ist der zweite und letzte Ring, den wir dann in dem Adventskalender haben. Oh mein Gott, ist der schön. Den finde ich richtig, richtig schön. Seht ihr jetzt hier? Der hat auch so Glitzersteinchen mit dran, ne? Den kann man auch auseinanderbiegen und hast du in dem Sinne, ja, einen schönen Ring. Wirklich schön. Den mag ich gerne leiden. So, was erwartet uns jetzt in der Nummer 24 an Heiligabend? Das ist ja immer so, da müssen sie nochmal derbe einen raushauen. Also eine Kette safe. Die Kette finde ich wirklich sehr gelungen, sehr interessant. Wir haben hier unten dran den Anhänger, den ich jetzt ja quasi schon doppelt habe. Dann haben wir eine silberne Plättchenkette und eine etwas dickere Kette, also dickere Kettenglieder. Und das ist dann halt so zusammen. Sowas kann ich mir wirklich sehr gut auch zu Heiligabend vorstellen, auch wenn man das in Gold trägt oder so, weil das funkelt auch so schön, ne? Also sieht wirklich wunderschön aus. Kann man zu sehr vielen von den Schmuckstücken kombinieren, die hier auch schon drin enthalten waren. Und das ist wirklich ein krönender Abschluss von diesem Adventskalender. Leute, Fazit. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass ich den Heidemann Schmuck Adventskalender so toll finde. Ich finde, wir haben hier schöne Produkte drin. Wir haben hier kein Füllmaterial drin, kein Scrunchie, keine Süßigkeiten, keine Pflegeprodukte oder sonst irgendwas, die hier einfach nicht reingehören. Das ist einfach ein reiner Schmuck-Adventskalender und da lohnen sich die 169 Euro. Ihr habt jetzt gesehen, welche Schmuckteile hier drin enthalten sind. Wenn mich jemand fragt, was für eine Art von Schmuck sich hier drin befinden würde, werde ich sagen, dass es so eine Art filigraner Schmuck ist, aber auch nicht zu filigran. Es ist schon so ein Zwischending, ne? Es ist jetzt nicht super filigran, aber auch nicht super grob. Also da ist eher super grob, ist eher Eye Crush zum Beispiel und super filigran würde ich jetzt zum Beispiel Pure Lay sehen. Ich finde, dass wir hier tolle Schmuckteile mit dabei haben, die auch noch in Jahren tragbar sind, weil sie halt einfach zeitlos sind. Und das gefällt mir tatsächlich an diesem Adventskalender. Ja, das ein oder andere Teil hier drin ist Geschmackssache. Du kannst nicht bei jedem Kläppchen den Geschmack von jedem treffen. Ist logisch, ne? Aber ich bin baff. Ob all diese Teile jetzt tatsächlich einen Wert von 650 Euro haben, keine Ahnung. Ich glaube da einfach mal der Firma, ne? Und also kann euch wirklich diesen Adventskalender empfehlen. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch den verlinkt. Der dürfte auch noch verfügbar sein. Und dann war es das auch hier von mir und dem Adventskalender-Unboxing von dem Heidemann Schmuck-Adventskalender. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!